So, herzlich willkommen, liebe Leute, zu dem Video. Ja, ich möchte euch jetzt endlich offiziell bekannt geben, obwohl ich das neulich so im Video erwähnt habe, wie das bei mir mit Gamescom 2018 aussieht. Also, vielleicht erstmal die gute Information. Ich werde dieses Jahr auf der Gamescom sein. Sprich, ihr könnt mich wie letztes Jahr wieder antreffen und zusammen mit mir über die Gamescom schlendern. Tja, wann bin ich da? Ich hab mir gedacht, komm, letztes Jahr war es 2 Tage, war ein bisschen wenig. Und dieses Jahr habe ich es halt, also machst das volle Programm. Ich bin allen 4 Tagen da, wo die Gamescom für die Öffentlichkeit deren Tore öffnet. Sprich, ich bin, also generell die Gamescom ist vom Mittwoch, den 22.08. bis Samstag, den 25.08. und ich bin allen Tagen da. Eben am Mittwoch, den 23.08., Donnerstag, den... ist gar nicht wahr. Mittwoch, den 22.08. Donnerstag, den 23.08. Freitag, den 24.08. und Samstag, den 25.08. Ich habe mir Tickets schon geholt. Sag ich gleich noch was für die Tickets. Und auf jeden Fall, in den 4 Tagen konnte ich es antreffen. Ich weiß schon, die meisten Abonnenten sind am Samstag da. Das ist sehr schön. Und ich glaube, bei anderen Tagen sind auch meistens Abonnenten da, die ich dann eben treffen kann. Wie genau das ablaufen wird mit dem Treffen, muss ich mir noch überlegen. Werde es halt dann rechtzeitig vor der Gamescom bekannt geben, wo wir uns dann wann wie treffen werden, wie das Ganze aussehen wird. Ich habe das schon gesagt, dass alle Abonnenten, die kommen, ein T-Shirt und eine Autogrammkarte bekommen. Darauf könnt ihr es auf jeden Fall einstellen. Und sonst halt mal schauen, wie das wird und wie sich das eben gut realisieren lässt. Ansonsten, wer jetzt noch Tickets kaufen möchte, bitte beachtet, man kann diese Deezer nicht über den Saturn-Shop bestellen. Dort wissen manche nicht und sagen dann nur so, ah, die sind jetzt noch nicht erhältlich, werden die aber diese auch nicht sein. Ihr könnt die Karten nur über den offiziellen Online-Shop von der Gamescom bestellen. Hat den Hintergrund, dass man bei Saturn ja letzten Jahr immer nur so gut sein Codes erwerben konnte, die man an den Shop umtauschen konnte gegen die Karten. Und dann haben natürlich manche sehr schlauen Leute die Gutscheincodes von den ganzen Saturns leer gekauft und die dann deutlich teurer auf eBay verkauft. Und das ist nicht Sinn und Zweck der Aktion. Und da wollte Gamescom eben den vorbeugen und hat deshalb gesagt, so, ab diesem Jahr konnt ihr die Karten, die Tickets nur noch im offiziellen Gamescom-Shop kaufen. Und das ist eben der Hintergrund. Die Tickets, wenn ihr was wollt, müssen dann halt eure Eltern über einen Online-Shop kaufen. Was auch noch wichtig zu beachten ist, wenn es in Gamescom geht, ist Thema Hotel. Jugendherbergen. Ich habe mich da ein bisschen mal schlau gemacht auf so Seiten wie Holidays, Sack und so weiter und so fort. Und hui! Sehr viel ist verdammt nochmal ausgebucht. Also, am optimalsten habt ihr irgendwie Verwandte oder sowas und könnt wohin kommen. Oder ihr müsst euch beeilen. Denn es wird immer teurer und immer weniger frei. Ich muss mir jetzt auch nochmal Gedanken machen, muss irgendwo Unterkunft finden in Köln. Aber das ist gar nicht so einfach. Tickets gibt's noch, aber auch begrenzt nur noch, jetzt habe ich gerade geschaut. Aber Unterkunft ist wirklich, Leute, müsst das ranhalten. Wenn ihr irgendwie eine Unterkunft in Köln braucht, müsst ihr das jetzt machen, weil ein Monat wird da nichts mehr frei sein. Ne, naja, also das ist eben das, was ihr beachten solltet. Und ansonsten wird es natürlich, wenn die Gamescom ansteht, auch da dann nochmal genaueres dazu sagen, sprich, was ihr dann beachten müsst, wie ihr es findet und. Weil ich war letztes Jahr schon da, wollte es auch Tipps geben, bezüglich so Klapphocker und so Gesisten, also alles, was ihr mitnehmen solltet und so weiter, mache es dann relativ zeitnah vor der Gamescom, weil das macht jetzt einfach noch keinen Sinn. Ne, also ihr wisst Bescheid, Leute, ich bin dies an allen 4 Tagen auf der Gamescom, wo dies eben angeboten wird. An allen 4 Tagen könnt ihr mich antreffen, das ist sehr schön. Jetzt noch eine andere Sache, eine eigene Szene, nämlich zu der E3. Die nächste Spielemesse, die nämlich jetzt davor ansteht. Na, die E3 ist ja dieses Jahr, jetzt muss ich ganz kurz für den Sound, damit ich nichts Falsches sage. Die E3 ist dieses Jahr vom E3 2018. Die ist dieses Jahr vom 12. Juni bis 14. Juni. Ist bei mir jetzt leider nichts in irgendwelchen Ferien, aber ich werde trotzdem alle Termine, alle wichtigen Livestreams, egal wann sie sind,
werde ich livestreamen bei der E3 und die ist ja zum bald. Darauf kannst du euch definitiv einstellen. Das heißt, auf der E3 werde ich wie letztes Jahr auch so von hier vor Ort alles Wichtige livestreamen, auch wenn es mitten in der Nacht ist. Dann kann es halt mal nicht vielleicht unbedingt mitkommentieren, sondern mir nur anschauen, aber im Set bin ich halt aktiv. Das auf jeden Fall. Also egal, was Ursache ist, ich werde es auf jeden Fall livestreamen. Außer es ist in der Früh, wenn es Hulab, da muss ich noch schauen. Vielleicht bin ich auch gerade zufällig krank an den Tagen, wo die E3 ist. Hust, hust. Naja, auf jeden Fall, ja, damit ihr auch Bescheid wisst, E3, werde ich auch eben alles übertragen. Natürlich werde ich vor Ort sein, weil es in Los Angeles ist, aber es wird alles Wichtige übertragen, damit ihr es eben auch auf meinem Kanal anschauen könnt. Wie dies bei der Gamescom sein wird, weiß ich noch nicht, da plane ich vielleicht auch, dass ich mit Mr. und Mr. Snow kooperiere und dies ja alles Wichtige, was auf der Gamescom passiert, während ich vor Ort bin, sprich die ganzen Live-Events, für mich auf meinem Kanal live stehen, wenn ich vor Ort bin und ab und zu quasi per Skype den Zuschuss halte. Das ist aber alles längst nicht geplant und dann steht alles nicht fest. Also da muss man schauen, wie sich das entwickelt und was es da dementsprechend anbietet. Müssen wir halt eben schauen. Auf jeden Fall, ich habe jetzt hier bald 6 Minuten einfach nur so gelabert, aber es ist die Bescheid, wie das mit Gamescom aussieht. Mich würde es wie gesagt freuen, wenn ihr hingeht, Leute, auf die Gamescom. Ich gehe aus den Fall hin und denkt nochmal dran, falls ihr euch noch unsicher seid, an welchen Tag soll ich gehen. Leute, geht's am Samstag, da sind die meisten, dann macht es am meisten Spaß. Aber ich bin an allen Tagen da, sprich, wer am Mittwoch, Donnerstag oder Freitag kommen müsste, kann mich auch sehen. Und jetzt sage ich danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao!